Hören Sie mir bloß auf mit Drewermann. Ich kann es bald nicht mehr hören. Ich habe damals schon, bevor das alles passiert ist, habe ich schon gesagt, Drewermann, Vorsicht. Man hat ein Auge auf sie, aber hat ja nicht gehört. Man kann nicht in einem solchen Heim, da kann man eben nicht die ganze Zeit an der Hausordnung immer rummeckern und dann mit einem Haubentaucher aufs Zimmer verschwinden. Das ist nicht möglich. Die sind doch, die haben doch da ein Auge. Gut, ich weiß, es ist nichts passiert. Es war ja mehr, dass er gesagt hat, sie hat mir die Haare geschnitten. Das ist ja auch richtig, aber doch jede Woche. Ja, und so schnell wachsen die doch gar nicht mehr in dem Alter. Höchstens in den Ohren. Aber es ist auch, ich habe ihm gesagt, das hat so keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Steffen Drewermann, der ist ja, er hat ja was von einem Pastor. Also er ist ja mit 69 noch recht attraktiv. Und diese charmante Art auch, die er so hat. Das kommt natürlich bei den Nonnen auch sehr gut an. Die sind ja auch nicht gerade verwöhnt. Und dann ist das natürlich auch so, sie haben so eine aufgestaute Fantasie. Und da ist mal, sehen Sie mal im Zimmer, man darf ja sowieso nicht abschließen bei uns, und ratzfatz decken Sie sich irgendwas bei. Und so ging es dann auch, er hat meine Warnung in den Wind geschlagen. Und mit einem Schlag war die kleine Nonne, das ist ja auch eine ganz nette, eigentlich so ein bisschen verwachsen, aber sehr nett. Ja, sie spricht immer mit uns. Sie spricht ja sogar mit Blumen. Und die war dann, auf einmal war sie weg, Wäscherei versetzt, und sie haben sie tüchtig zum Beichten rangenommen, was man so hört, was man so mitkriegt, Man hört ja nicht alles, Und dann ging das mit Drewermann los, Von einem Tag auf den anderen 4 Kreuze im Zimmer, Jede Wand ein Kreuz, wo er hinguckt, immer ein Kreuz, Eins ist ja Standard, Dann immer ging ausgerechnet vor seinem Zimmer zufällig das Rosenkranzgebrabbel los, Konnte er kaum noch schlafen, dann ist das Geburtstagspäckchen nicht angekommen, Und immer hieß es, Drewermann, Sie müssen zum Arzt, Vorsorge, und mit einem Tag kommen sie, Drewermann, Verdacht auf Prostata, eine Woche Heiliggeistspital. Und da war es dann, dass er diesen Verfolgungswahn gekriegt hat. Also, das machen die nur, euch Drewermann heiße, Ich heiße Steffen Drewermann, aber das interessiert hier keinen, Die hören nur Drewermann, da wetzen die doch das Messer alle, Und da habe ich noch beruhigen, und ich sage, Drewermann, beruhigen Sie sich doch, Und wenn Sie Angst haben, dann nennen Sie sich doch, wenn Sie meinen, das alles, dann nennen Sie sich doch Drögemann, Oder Eiermann oder so, Und dann fiel mir Eichmann ein, Eichmann, Adolf Eichmann. Ich habe gesagt, Mensch, Drewermann, machen Sie doch wieder Eichmann, Der hat doch auch, dem haben Sie den Namen geändert, einen Pass sogar gegeben, Und aus Dankbarkeit ist er eben katholisch geworden, Und nun war Drewermann schon katholisch, Aber na, ist ja auch egal, Es hat ja keine Rolle mehr gespielt. Es kam ja dann zu diesem Zwischenfall, weil Drewermann eben so misstrauisch war. In diesem Wahn dreht er sich dauernd um und guckt, und fliegt die Treppe runter, Erstens Socks sein, Stufen haben wir ja vom ersten runter, Marmor, haut sich den Kopf an, Er hat geblutet, Platzwunde, alles drum und dran, Wie eine angestochene Sau, es war furchtbar, Und dann hat er auch noch so ein bisschen Mattscheibe gehabt. Dann habe ich gesagt, ich fahre mit in die chirurgische Ambulanz. Ich war im Wagen drin. Und dann kamen wir da an. Ich habe dann die Formulare ausgefüllt und geistesgegenwärtig, als ob ich was geahnt hätte, trage ich ein bei Namen Adi Eichmann. Und da vergehen keine 2-3 Minuten, Da der Bereitschaftsarzt kommt da rein, guckt drauf, Adi Eichmann, möchte ich aber auch nicht heißen. Obwohl heutzutage vielleicht lieber Eichmann als Honecker. Und da dreht sich die Schwester um, die da so die Wunde sauber putzt, Sagt sie, ach übrigens, Herr Doktor, morgen haben wir einen Drewermann an Tisch 2, Prostata, Die Oberin will selber anästhesieren, Und dann sagt sie, Herr Doktor, ich halte auch lieber einem Eichmann den Kopf als dem Drewermann die Prostata. So ging es, Und dann war es ja, jetzt ist es ja egal, Jetzt hat er ja so ein bisschen Mattscheibe, Er ist ein bisschen verdreht auch, Und ich denke, letztlich ist es ja so, wenn er jetzt nichts am Kopf hätte, also er kann ja irgendwie froh sein, dass er eine Mattscheibe hat, Jetzt, wenn er noch der alte Drewermann wäre, wenn er nicht auf den Kopf gefallen wäre, dann wäre er fällig gewesen, Und da habe ich so gedacht, so für mich, Dachte ich, wenn es den lieben Gott gibt, dann hat er ihm womöglich an der Treppe ein Bein gestellt, Habe ich noch so gedacht, Ja, na, das gehört auch nicht hier, ich muss doch weiter, Ich habe Bibelstunde als Anwesenheitspflicht, Also denn, tschüss Mann, ja, dann muss ich mal los.